Servus, liebe Zuschauer. Grüße euch. Falls ihr euch fragt, wieso das hier so rot ist, ach man, die Vögel zwitschern, Frühling kommt oder ist schon da. Wir haben hier bald, deswegen färbt sich's immer roter ein, bald die 3 Milliarden Einnahme Grenze gesprengt bei den GEZ-Schranzen. Seit 01.01.2021, jährlich, bitteschön, ja, und jetzt sind wir wieder in der Sendung, wie lang Einnahmen seit Sendungsbeginn, ja, und hier haben wir den Deutschen Journalistenverband, die absolute elitäre Edelfederversammlung und Mitgliedschaft, wo nur die Besten der Besten reinkommen als Journalisten und auch deren Vertreter natürlich auch des Journalistenverbandes hochhonorige Leute sind, die sich der Freiheit, der Informationsfreiheit, der Aufklärung und der, wie soll ich sagen, Demokratie verschrieben haben. Und sozusagen auch da den vollen Einsatz zeigen. Wir haben hier Sebastian Scholz, Geschäftsführung Landesverband Thüringen, Deutscher Journalistenverband. Dann fragt man sich, wenn man sich dieses Foto anschaut, haben sie eigentlich keinen verlebteren Typen gefunden? Ja, muss man schon mal sagen. Und der Scholz, der ist natürlich auch journalistisch tätig, jedenfalls für sein Verständnis journalistisch. Was macht denn dieser Sebastian so? Wir haben hier vom 1. Mai eine kleine Szene, die ich doch gleich mal im Vollbild zeige. Jetzt schauen wir mal, was passiert da? Wer ist der Mann, der hier so vorgeht? So, dann Achtung, wenn man mal hier bitte darauf achtet, zack, ja, also er haut, und hier, er hier, ja, mit Helm übrigens und ausgerüstet, Lederjacke, so auf ganz cool, dem Alter leider nicht entsprechen. Achtung, ich meine, er geht voll rein, er haut ihn einfach nur um, ja, da, Achtung, er haut ab, warum auch immer. Und er geht voll in den Mann rein, voll, ja. Interessant ist seine Erklärung, der ist noch so blöd und sagt seinen Namen, fühlt sich offenbar so sicher, sieht man gleich. Er geht voll in den Mann, er springt, es scheint fast, als ob er auf ihn gewartet hätte, ja. Journalistenverband, bitteschön, ja, Journalistenverband, wie er dasteht, ja. Mit Helm, richtig ausgerüstet. Unglaublich. Schaut euch mal diesen Unsympathen an, ja. Total verlebt. Weil sie habe ich vorhin nämlich gesehen, wie so einem Herrn da bei der Auflösung ein Bein gestellt haben, damit die Polizei... Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen. Ich habe ihm kein Bein gestellt, ich bin nicht mehr weggekommen. Ja, ich meine, das ist hier dokumentiert. Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen, ich habe das live, von mir live. Interessant ist übrigens auch, während er sagt, ich bin nicht rechtzeitig weggekommen, in diesem Moment schaut er nach unten, ja, die Augen senken sich, tiefe Scham, das ist er noch in der Lage zu empfinden, ja, die Körpersprache und diese, wie soll ich sagen, diese Körpersprache kann er nicht hundertprozentig steuern, ja, ich möchte jetzt hier nicht den Lie-to-me-Typen machen, aber für mich ist das eindeutig, Achtung. Drecksau. Das ist drecksaumäßig. Sie sind nicht rechtzeitig weggekommen. Wie er sich schämt. Ich habe das live. Ja? Live. Und er sagt auch noch seinen Namen und dann in dem Alter so rumzurennen. Bitte, da hört es doch schon auf, ehrlich. Ja, abartig. Einfach nur abartig. Ja, so in Mann reinzugehen, wo man nicht weiß, was hat er gemacht und so weiter und hier einen auf Hilfsbulle zu machen. Ja, ist unglaublich, wirklich. Deutscher Journalistenverband. Also ganz ehrlich, das ist allein das ist ein Grund für mich, gar keine Mitgliedschaft zu beantragen, die ich ohnehin nicht bekommen würde. Ja, Tichy hat das auch ein bisschen aufgearbeitet.
Auch der Polizei, also hier, die Beamten sahen offenbar keine Notwendigkeit, den Angreifer Scholz hier zu vernehmen, festzuhalten oder zur Rede zu stellen. Im Video sieht man, wie sich Scholz vom Ort des Geschehens fortbewegt. Dann sagt der in dem Video seinen vollen Namen. Das Video wurde von der Vorsitzenden, also natürlich eine Frau, was denn sonst, DJV Landesverbandes, als authentisch bezeichnet. Eine Anfrage bei der, also er ist der Geschäftsführer und es gibt eine Vorsitzende des Thüringischen Landesverbandes. Eine Anfrage bei der thüringischen Polizei ergab, dass das Video bereits dort bekannt ist, weil es laut Aussage des Sprechers zu einer Anzeige wegen Polizeigewalt kam, die von der Polizei aber verneint werden konnte. Die den Demonstranten angreifende männliche Person sei definitiv kein der Einsatzleitung bekannter Polizist in Zivil gewesen. Da gab es schon eine Anzeige wegen Polizeigewalt, weil angenommen wurde, dass der Typ ein Zivilbulle ist. Scholz ist zwar telefonisch nicht erreichbar, auch sein privater Auftritt in sozialen Medien ist teilweise auf privat gestellt, sodass er dort nicht mehr erreichbar ist. Hat sich da jemand irgendwie, wurde ihm gesagt, du mal schnell auf Tauchstation. Es war jetzt irgendwie nicht der gelungenste Auftritt, ja, im Namen des Deutschen Journalistenverbandes. Ihr seid so fertig, ihr seid so dermaßen im Arsch, ehrlich, ihr seid so fertig. Ich will das gar nicht vorlesen, wie sich da einer noch berechtfertigt, mit dem Telefonat mit Tichys Einblick. Ja, man weiß ja nicht, was vorher war und bla bla bla. So, das denkt man sich, okay, Deutscher Journalistenverband, das ist ja eigentlich eine große Nummer. Ja, es ist also der größte Verband, da sind alle Schranzen drin vertreten. Ja, wer auf sich hält, der ist im Deutschen Journalistenverband. Presseausweis, Deutscher Journalistenverband. Jetzt fragt man sich, okay, das ist ein Medienverband. Ja, Journalismus geht halt nicht nur in der Zeitung, sondern auch, wer hätte es gedacht, im Internet, ja, zum Beispiel auf YouTube oder auch woanders. Und dann sagt man sich, okay, jetzt schauen wir mal, was ist denn eigentlich der YouTube-Auftritt von dem Deutschen Journalistenverband? Und da haben wir Sebastian Scholz. Ja. Können wir mit Freuden erzählen, dass jetzt mittlerweile bei allen ARD Anstalten, die Abschlüsse unter. Ich meine, wie kann man, also man sieht diesen Typen direkt an. Aus dem Gesicht springt es geradezu heraus, die Verkommenheit, die komplette moralische, bedingungslose Kapitulation. Der Typ ist total verlebt und sein Charakter spiegelt sich in seinem Gesicht. Durchaus. Oder weniger. Das ist eine gute Nachricht, vor allen Dingen für die Kolleginnen und Kollegen, dass die endlich Sicherheit haben. Lange genug hat es ja gedauert. Das ist vom Februar letzten Jahres irgendein Scheiß, den kein Mensch interessiert. Also wir haben hier tatsächlich Deutscher Journalistenverband Thüringen 9 Abonnenten. Wir haben 9 Abonnenten auf diesem Kanal, liebe Leute. Ja? Und jetzt wollen wir mal schauen, wie lange es diesen Kanal denn schon gibt. Den gibt es noch gar nicht so lange. Die haben erst 2019 mitbekommen, dass es YouTube gibt. Das ist ja ziemlich geil. Ja, so wie ich. Aber ich bin auch kein Journalistenverband. Gut, dann schauen wir mal Videoabrufe. Oh, 4 Aufrufe vor 4 Monaten. 14 Aufrufe vor 5 Monaten. 6 Aufrufe vor 5 Monaten. Okay, sage ich, was soll's. Ist ein kleiner Landesverband, Thüringen. Die haben vielleicht jetzt nicht so viel zu berichten, aber der Deutsche Journalistenverband, der Dachverband, der Bundesverband, das muss ja eine andere Nummer sein. Ja, da gehen wir auf Deutscher Journalistenverband. Hier, bitteschön. Statistiken am 8.9.2008 beigetreten. 48.000 Aufrufe? Ja, okay. Übersicht. Es muss berichtet werden. Ja, es muss berichtet werden, genau. Bloß, das sieht keiner, was mit 226 Aufrufen vor 11 Monaten, das sieht keiner. Wir sind Journalismus-Trailer, ja. Sicherheitshalber wurde hier schon mal die Anzeige der Abonnenten versteckt. Jetzt schauen wir mal, wie es auf den Videos ausschaut. Das ist der Deutsche Journalistenverband. Medienverband. Muss man sich nur noch überlegen. Es ist nicht so, dass die sagen, ja, YouTube, das können wir mal mitmachen oder so, ja. Das ist der größte Witz. 37 Aufrufe vor 5 Tagen. 144 Aufrufe. 46 Aufrufe. 18, 14, vor 6 Monaten, vor einem halben Jahr. 14 Leute an. Also ganz ehrlich, wenn ich so einen YouTube-Kanal hätte, ich würde ihn aufgeben. Ja? Wieso, da ist ja das Hochladen schon zu hoch, der Aufwand. Ja? Ich meine, vor einem Jahr 35 Aufrufe, ich mein, da geht jeder,
zwei Leute im Monat oder drei Leute im Monat gehen dann auf das Video. Das muss man sich mal überlegen, ja. Das ist durch nichts mehr zu rechtfertigen, ja. Tag der Presse auch Freiheit 2020, 98 Aufrufe. Also das tröstet mich ja fast schon wieder, dass die offenbar überhaupt nur irgendwie in ihrer eigenen Blase und ihren eigenen Scheiß rumhängen und von der Öffentlichkeit gar keine Akzeptanz bekommen und offenbar auch gar nicht daran interessiert sind. Ja. So, also, was haben wir? Fazit. Ein Geschäftsführer eines Landesverbandes, des Deutschen Journalistenverbandes, macht Folgendes. Und alle finden es irgendwie völlig normal. Ja, wir zeigen es gern nochmal. Achtung, er rennt weg und er geht voll in den Mann. Und dieser Lügenbold, ja, erzählt eine Minute nachher, ich bin nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Mehr brauche ich doch über den moralischen Zustand. Und wenn ich mir sein Gesicht ausschaue, auch über den Konsum von Substanzen und ungesund Leben, brauche ich gar nicht mehr wissen. Ja? Es ist wirklich unsäglich. Kreist dir der Helm, ist echt abartig und sowas glaubt die Elite unseres Landes zu sein. Ja? Ich sage euch, liebe Leute, lieber Journalistenverband, ihr seid es hinter allerletzte. Ja? Und zwar nicht nur wegen, aber das ist so offensichtlich. Ja? Hier ist es so offensichtlich, ja? Wessen Geisteskinder ihr seid. Ja? Haltungsjournalismus, das ist euer Geschäft, ja, das, genau das, und das, was ihr hier auf der Straße macht, macht ihr jeden Tag auch in euren Scheißmedien, ja, ihr stellt Leuten das Bein und macht sie kaputt und seid einfach das Allerletzte, das Allerletzte, ihr seid das Allerletzte, ja, ihr seid nicht mal den nicht vorhandenen Schmutz unter meinen Fingernägeln wert, ja, so schaut's aus. Ja, ihr verkommenen Subjekte, ehrlich. In diesem Sinne, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Und wir sind nicht im Deutschen Journalistenverband und bekommen auch nirgendwoher Bing Bong irgendwas. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, PayPal und Bitcoin, schauen wir nochmal schnell nach, wo wir jetzt stehen in der Jahreszählung. 2.957.000.000, ja, also es wird heute noch was, nicht ganz, aber in den nächsten Tagen sind wir bei 3 Milliarden Euro, ja, an der Stelle. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut, nur, dass ihr mal einen Eindruck habt, was für Leute beim Deutschen Journalistenverband arbeiten, ja, finde ich nicht uninteressant.